Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in der Folge beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit ASMR. Viel Spaß dabei! Um mal so ein Thema zu landen, muss man echt Langeweile haben. Ich bin auch wieder ein bisschen rumgescrollt in YouTube, hab mich da mal wieder umgeschaut, was man da so alles finden kann. Und ja, es fahren wohl richtig viele auf ASMR ab und ich dachte mir, Mensch, da müssen wir auch mal was machen. Tipps und Tricks zeige ich dir heute, wie du in ASMR super, super, super Erfolg haben wirst. Ich selber möchte jetzt nicht damit unbedingt anfangen. Ich bin ja an sich ja ein Tutorial-Kanal, ne? Kann man ja so ein bisschen sehen. Und da dachte ich mir, ASMR kann man da auch mal ein bisschen erklären. Hier kommen meine Tipps für ASMR. Mein erster Tipp für euch ist natürlich, in Minecraft mit Geräuschen zu arbeiten. Die Leute entspannen sich dabei und in Minecraft haben die ja eine große Auswahl. Man kann natürlich ganz normal Blöcke nehmen, finde ich natürlich ein bisschen langweilig. Wir wollen ja ein bisschen Technik mit reinnehmen. Von daher empfehle ich euch einfach ein paar Notenblöcke zu benutzen. Darunter können wir ja ganz viele verschiedene Blöcke uns platzieren und überall sind auch verschiedene Sounds. Das sind jetzt nur meine Beispiele. Nee, hört es euch an. Lehnt euch zurück, dabei vielleicht auch. Das ist mein Tipp Nummer 1. Benutzt verschiedene Geräusche. Vielleicht benutzt ihr auch ein bisschen Werkzeug. Wie so einen Stock. Könnt ihr mit drauf rumhauen. Wahnsinn. Ich hänge hier noch etwas mit ran bei Geräuschen. Es ist natürlich schwer, bei ASMR Fuß zu fassen für einen, der damit neu anfangen möchte. Und wenn ihr mich dazu gewinnen wollt als Zuschauer, ist mein Tipp, benutzt das Geräusch Zuckerrohr. Hört euch doch einfach mal an. Wahnsinn, nicht? Also, wenn du mich dazu gewinnen willst, benutze Zuckerrohr. Oho. Ah, erstmal hier so ein bisschen gemütlich hinsetzen auf der Couch. So, kommen wir nun zum nächsten Tipp. Es ist natürlich kein Geheimnis in ASMR, dass, sag ich mal, wenn man so aussieht wie ich, wenn so ein Kerl, sag ich mal, hier ASMR erklärt, dass die Leute dir gerade mal so, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten zugucken. Ne, das ist kein Geheimnis, das ist einfach so. Wenn du natürlich deine Zuschauer dazu bewegen willst, dir länger zuzugucken, dann solltest du dich ein bisschen hübscher gestalten. Das mache ich jetzt auch einmal. Warte, ich muss mich hier einmal kurz schminken. So, sieht doch schon ganz anders aus. Jetzt gucken die Leute vielleicht noch gerade noch 2 Minuten zu. Je hübscher du bist, umso kürzer ist denn die Zuschauerrate. Ja, dabei machst du dann noch Geräusche, gehst vielleicht ganz, ganz dicht an die Kamera ran, man dich atmen hört und schon bist du ein ASMR-Profi. So, aber ich möchte, dass du mir noch natürlich noch ein bisschen zuguckst, von daher abschminken. So, sieht doch schon gleich viel besser aus. So, ich bleibe hier noch immer auf der Couch gemütlich sitzen. Naja. Jedenfalls meine ASMR-Tipps. Und wenn du mich dazu gewinnen willst, vergiss nicht das Zuckerrohr. Ne? Ganz wichtig. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ASMR-Profi zu werden. Meine Tipps, empfehle sie weiter. Würden bestimmt hilfreich sein. Aber ansonsten hören wir oder sehen uns denn zu einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.